Wie kann man seine Mitarbeiter besser schulen? Wie kann man die Kommunikation, die Motivation besser schulen? Da wäre ich manchmal in die Unternehmen gerufen und gebeten, wir müssen an der Stimmung arbeiten, an der Kommunikation, an überhaupt, an der Struktur. Ja, das gefreut mich immer, weil ich mache das schon so lange und es ist jetzt mal wieder ein riesen Gaudi, weil wir haben mit Menschen zu tun und wir haben mit dem Spiegel des Unternehmens zu tun. Ein Mitarbeiter spiegelt wem denn? Genau, die Führung, die Chefs, die Führungsetage. Und das macht der zu 100%. Wenn ich mir in einer Rezeption, im Hotel, unfreundliche Mitarbeiter sein, launische, grantige oder Servicepersonal oder ganz wurscht in einem anderen Unternehmen, wenn da launische, ungute Leiterinnen sein, nachher spiegelt das die Unternehmensführung. Und wenn ich oft so gerufen werde zu Mitarbeiterseminare, ich soll einmal einen Tag machen da, ich soll einmal da das ein bisschen richten wieder, dann mache ich das gern. Aber wir schauen uns nachher an, wie der Spiegel denkt, wie es im Spiegel geht. Wenn es dir nicht gut geht und du schaust in deinen Spiegel daheim, tauschst du nachher den Spiegel aus oder zerschlagst ihn oder gehst auf ihn los, oder? Genau. Und darum sind die Coachings, die was ich mache, zu 99%, fangen sie oft vielleicht beim Mitarbeiter an, aber gehen nachher ziemlich schnell dahin, wo man wirklich was bewegen kann und wo man wirklich einen Einfluss nehmen kann zum Thema Motivation, Struktur, Kommunikation, ganz unabhängig in welche Bereiche. Der Fisch riecht immer am Kopf oder er stinkt am Kopf, wenn es nicht gut ist. Und darum, wenn du nächstes Mal in eine Firma reingehst oder in ein Hotel und die Rezeption, die sind freundlich, dann weißt du genau, oh oh, da, schöner Spiegel. Oder die sind unfreundlich, dann weißt du genau, oh oh, genau. Der Fisch riecht immer am Kopf. Bei den Hunden ist es genau gleich, sagt man, oh, so wie der Herr, so das Geschirr. Genau. Und in der Kindererziehung, in der Familie ist es genau das Gleiche. So wie der Herr, so das Geschirr. Ich arbeite am liebsten da, wo man wirklich was bewegen und bewirken kann. Ja. In dem Sinn, mach's gut. Bitte, servus. Bis zum nächsten Mal.